Was ist das? Ein gasförmiges, fühlendes Wesen? Wie? Moment mal. Eingehende Nachricht. Was? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. In der neuen Leitstern-Expedition sind wir hier mal ein bisschen auf so einem frustigen Planeten gelandet und haben mal ein bisschen gefarmt. Das habe ich jetzt schon mal offscreen gemacht. Ich habe ein bisschen Kohlenstoff gefarmt, ich habe ein bisschen Kupfer gefarmt, ich habe ein bisschen Silber gefarmt. Ich habe auch ein kleines bisschen Ferrit gefarmt hier. Ich habe festgestellt, dass mein Minenlaser, dadurch, dass ich jetzt das Tool aus der Anomalie mir geholt habe, mein Twitch-Belohnungstool, mein Job-Tool, dadurch habe ich jetzt wieder die ganzen Upgrades für mein Tool nicht mehr. Also ich hatte ja vorher Minenlaser-Upgrade installiert mir und sowas alles. Mein Minenlaser kann jetzt leider die großen Felsen schon wieder nicht zerstören, was ein bisschen doof ist, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal schauen, dass wir uns mal ein Upgrade noch besorgen. Wir müssen uns mal besorgen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns No Man's Sky in der Expedition Leitstern reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare Bär nutzen, um mir mitzuteilen, was ihr vom Projekt haltet. Genau, und ob ihr selber die Missionen, also diese Expedition schon gespielt habt, ihr seid wahrscheinlich alle schon fertig. Ich bin wahrscheinlich hoffnungslos zu spät mit allem, aber ist egal. Ich fliege jetzt mal zu meinem Frachter und schau mal, ob ich das Orbital X-Craft-Modul schon installieren kann. Wir haben übrigens offscreen, dadurch, dass ich da ein bisschen was erkundet habe und gescannt habe, haben wir einen Meilenstein schon abgeschlossen jetzt, leider. Das ist einfach so passiert. Ja, ich habe was gescannt und dann hatte ich den plötzlich. Was war das? Mineralist oder Geologe oder so. Dass ich halt irgendwie 10 Formationen scannen muss oder sowas. Oder 20. Und dann kriege ich einen Meilenstein. Da können wir gleich mal die Belohnungen claimen. Die habe ich nämlich noch nicht geclaimed. Damit wir das jetzt dann mal sehen, was wir da kriegen. Vielleicht hilft uns das ja beim Bau von diesem Gerät für unseren Frachter. Im Grunde dreht sich eigentlich in dieser Expedition das meiste eigentlich um den Frachter. Es geht darum, halt den Frachter auszubauen, zu den einzelnen Punkten zu fliegen, die Punkte quasi zu besuchen und dann halt, ne, dieses Logbuch zu vervollständigen, um das es da geht. Das ist so ein bisschen das Ding. So, da ist unser Frachter. Da fliegen wir mal hin. Und die Fregatte müsste eigentlich jetzt auch durch sein. Ich hatte ja beim letzten Mal am Ende noch eine Expedition gestartet. Wo, die müsste jetzt eigentlich durch sein. Die Sachen laufen ja, wenn du solche Fortschrittssachen anfängst, laufen die ja weiter, auch wenn du nicht im Spiel bist. Das heißt, wenn ich so eine Expedition starte, die 4 Stunden lang ist, dann ist die dann auch in der nächsten Session, wenn ich dann irgendwie ein paar Tage nicht online bin, ist sie dann auch fertig. Das heißt, da gucken wir auch gleich mal. Ich hatte doch noch eine gestartet, oder? Ich meine schon. Ich meine, das war so, dass ich das gemacht habe. Stehen Sie bequem. Ah, das ist nicht die Reaktion, die ich erwarte. Genau, ich erwarte einen freundlichen Gruß. So, ihr Lappen, ihr Schiffslappen. Das Deck wird mit euch geschrubbt. Was ist mit dir? Warum lässt du den Kopf so hängen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein bisschen mehr Stimmung hier an Bord. Ja, genau. Entschuldige dich. Sei demütig. Und jetzt geh arbeiten. So, ich bin so ein guter Chef. Ich bin der beste Chef, den man sich vorstellen kann. Ich habe bestimmt bald eine Meuterei am Hals. Geil. Okay. Hier, gucke. Flottenkommando bereit. Kalibrierung. Nachbesprechung. Immer Nachbesprechung machen. Protokoll, wir haben eine lebende Perle haben sie gefunden, Units 33.000, nichts haben sie gefunden, Herox zweimal. Das ist ja, naja, da müssen wir mal kritisch das hinterfragen, ob das so gut ist. Was ist denn dieses Herox? Herox, das ist voll billig, glaube ich, das ist nur so ein Klumpen Katzengold oder so, gucken wir mal. Was hat er da hinter dir? 50.000 Units, erbärmlich. 4.000, die lebende Perle? Okay, ich glaube, wir müssen mal ganz, ganz dringend über die Performance Rücksprache halten. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das ist unterdurchschnittlich, wenn ich das mal sagen darf. Und hier ist schon alles voll hier. Warte mal, wir müssen mal was in den Frachtschlott hier reinpacken irgendwie. Pack mal hier das Herox da rein und dann starten wir dem gleich noch
Warte mal, Gold haben wir auch im Raumschiff. Das können wir einfach kombinieren. Und, warte, hier. Mal ein bisschen mehr Platsch machen hier. Lebende Perle kommt jetzt auch in die Fracht. So. Jetzt schicken wir den einfach nochmal los. Bäh. Ich laufe einfach gegen die Wand. Der Captain läuft gegen die Wand. Das ist ein gutes Zeichen. Stehen Sie... Ja! Das ist die... Das ist, will ich sehen hier. So will ich das haben hier. Also, pass auf. Nehmen wir mal mit dir, Hansel, muss ich reden. Oder du bist der Navigateur. Gra, genau. Neue Routen hier. Guck mal an die Route. Ich habe auch eine Route. Kampfpatrouille. Nee, das ist doof. Industrieexpedition. Entdeckungsreise. Hier, machen wir das mal. 59 Minuten. Das könnte sogar in der Episode... Könnte, also nicht in der Episode, aber in der nächsten Episode könnte das dann sogar fertig sein. Nice. Starten. Nice. Schunterwöhn. So, gleich wieder hier weitermachen. Immer schön performen hier. So, jetzt gucken wir mal. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte gucken wegen Bauen. Wegen hier Orbital. Genau, Orbital-Dings. Was war das? Nee, halt, Moment. Wir gucken uns erstmal die Belohnung an. Hier, genau, hier. Schürfer. Genau, das war die Belohnung. Belohnung einsammeln. Was haben wir bekommen? Schürfer. Geborgenes Fregattenmodul 3. Überlegenes Scansystem. Alles klar. Scannermodul. Oh, Scanner, Scanner. Das hat er da. Gleich mal installieren gleich. Gleich. Warte, jetzt muss ich kurz mich kondensieren. Ich wollte bauen, genau. Und was muss ich bauen? Ich muss diesen Raum bauen. Was muss ich nochmal machen? Moment. Irgendwas mit diesem Orbital-Dings. Tech-Raum? War das das? Nee. Was muss ich nochmal machen? Ich muss nochmal gucken. Was war die Aufgabe? Habe ich das überhaupt noch markiert? Hier, Orbital-X-Kraft-Modul. Das Orbital-, Baumenü. Frachter-Basis-Komponenten werden als kompletter Raum passieren müssen. Upgrade-Kontroll-Termin. Okay. Orbital, ach hier, Orbital X-Kraft. Ah, ich habe alles, nice. Genau, das haben wir ja gemacht. Das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Aber warte mal, ist da überhaupt? Okay, da ist kein Raum, dann machen wir das dahin jetzt. Jawohl. Und was ist das? Na, guck mal, ist mit Fahrzeugen, wa? Geil. So, haben wir erledigt. Jawohl. Folgendes installiert. Orbital X-Kraft-Modul. Das ist, da kann ich Fahrzeuge bauen oder so. Freiheit der Meere. Setze unter Wasser eine Nautilon-Kammer ein. Rufe mit Y das Baumenü auf. Pinne Abschnitte mit L an. Nautilon-Kammer. Eine Nautilon-Kammer. Was ist denn eine Nautilon-Kammer? Wie mache ich denn eine Nautilon-Kammer? Die muss ich auch schreif halten, wa? Ich glaube, ja. Guck mal, ich kann auch Gänge bauen, glaube ich. Ich muss mal Gänge bauen. Könnte schlau sein, dass wir mal ein bisschen hier das erweitern, so ein bisschen noch. Machen wir mal hier so einen Alien-mäßigen Gang. Gott, da habe ich aber auch echt ein bisschen Alien-Isolation-Vibes gerade, ne? Wenn ich das so sehe hier. Da könnte jetzt von oben aus dem Lüftungsschacht gleich einer rauskommen, ey. Ohne Witz. Da, hier, ich will nicht alleine hier rumlaufen in den Gängen. Wo ist hier... Hier, du kommst mit, du gehst immer vor. Wenn wir infiziert sind, dann gehst du immer vor. Ja, genau du. Ja, da freust du dich, ne? Kannst immer schön vorgehen im Gang. Und kannst mir immer schön hier den Rücken frei... Oder... Ich muss eigentlich einen haben, der vor mir geht und einen, der hinter mir geht eigentlich. Was? War das? Irgendwas hat Geräusche gemacht. Egal. So, was brauchen wir denn jetzt? Also, ich muss es schreif halten. Wie mache ich das nochmal? Das war hier irgendwo. Upgrade-Kontrolle war das, genau. Da muss ich schreif halten. Upgrades kaufen muss ich. So, und da muss ich gucken. Wie heißt das nochmal? Orbital X-Kraft haben wir schon schreigefaltet. Raum für industrielle Themen. Was ist das? Aussehensmodifikatorraum. Moment mal. Umfärbung. Treibstoffoxidator. Nimm den Flammenwerfer-Spielbär. ich check's gerade nicht so ganz. Moment, ich muss noch mal gucken. Was will ich machen? Ich muss ja hier... Achso, ich muss mir auch die Belohnung abholen, wa? Ja, genau. Ah, Nautilon-Kammer, da ist er doch. Guck mal. Haben wir gleich direkt die Belohnung gekriegt. Und Roma-Geobuch, genau.
Exo-Fahrzeug-Spezialistenraum, alles klar. Nice. Belohnung, Exo-Fahrzeug-Spezialistenraum, Roma, Geobucht. Nice, gucke mal, das machen wir gleich mal, würde ich sagen. Mal den Terrain-Manipulator gleich mal aufladen, wenn wir schon mal dabei sind. So, aber kann ich das jetzt schon machen? Ja. Geh mal in den Alien-Raum. Gangraum. So, und dann guck mal. Exo-Fahrzeug-Spezialisten. Genau, guck mal, das können wir gleich machen. Wow, da rugelt das gleich erstmal ganz heftig. Mach es mal dahin, genau. So, ja. Guck, das passt doch hier schön nebeneinander. Das sieht abgefahren aus. Exo-Fahrzeug-Terminal. Freiheit der Meere. Setze eine... Okay, wir müssen eine Nautilon-Kammer einsetzen. Nautilon. Jetzt wird es hier ganz unterwassermäßig. Exo-Fahrzeug-Terminal. Das benötigt für den Betrieb einen geschickten Techniker. Was? Okay. Ich brauche einen Techniker. Dann müssen wir zur Station. Und einen... Ah, hier ist ja der Weltraum. Unendliche Weiten. Ich glaube, wir gehen mal zur Station. Auf zur Station. Wir brauchen einen willigen Sklaven, den wir in diesen Raum einsperren können und nie wieder rauslassen. Er wird das Tageslicht nie wieder sehen. Bestimmt finden wir einen Sklaven, einen Freiwilligen, der sich bereit erklärt dafür, für diese wahnsinnig wichtige Aufgabe, mir zu dienen und zu gehorchen. Du sollst ein U-Boot bauen, brauchst keinen Techniker. Aber ist es nicht generell besser, wenn wir einen Techniker noch engagieren? Genau, da drüben links ist übrigens die Anomalie. Da hatte ich mir mein Tool geholt und dieses Raumschiff hier. Für alle, die das nicht mitbekommen haben. Also, ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gemacht habe oder ob ich es offscreen gemacht habe tatsächlich. Aber ich hatte mir das Tool geholt, das Twitch-Drop-Tool und das Raumschiff-Drop-Tool. Raumschiff-Drop. Das Raumschiff, was im Twitch gedroppt wurde für mich, weil ich das mit den Drops gemacht habe. In meinem Livestream. So. Jetzt haben wir es nochmal erklärt, für alle, die nicht wissen, wo dieses Raumschiff herkommt auf einmal. Denn das ist nämlich ein bisschen geiler als das, was man standardmäßig hier bekommt. So, nice. Wie der Herstellungspunkt gespeichert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Angeschissenen, die Angestellten, die waren immer hier irgendwo hier drüben in so einem Raum. Gucken wir mal, wo sind die? Ich hol dir mir jetzt mal einen ab. Ich habe Arbeit für euch. Kommt zu Papa. Ja, hier genau, hier sind sie. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist er hier, wa? Er hier ist so einer. Assistent. Ne, Moment, du bist ein Assistent. Ich brauche einen Techniker. Rede. Konstruktionsaufseher. Ne, dich brauche ich nicht. Das bist du. Krieger? Ne, Krieger brauche ich auch nicht. Kundschafter brauche ich auch nicht. Aber gut, warte mal. Ne, das kann auch sein, dass die einfach nur so heißen und... ich verlange Platz in deiner Thronwelt. Ja, dann Exo-Fahrzeug-Terminal. Sehr gut. Warte, das ist Techniker einstellen. Komm. Haha, du bist schwach in und meiner Fähigkeit nicht würdig. Du kleines... Du mit deinem pinken Kopf willst du mir was erzählen über Schwäche oder was? Ich sag jetzt mal nicht, wie du aussiehst. Kannst du dir selber denken. So. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber mache ich nicht. So. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt meinen Techniker hier angestellt. So, pass mal auf jetzt. Jetzt werden alle weggerockt. Warte mal, bevor wir jetzt hier wieder dahin fliegen, warpen wir uns einfach rüber. Wörter auch lernen gibt bestimmt Meilensteine. Ja? Hatten wir das nicht schon gemacht sogar? Ne, hier offensichtlich nicht. Hilfe mit dem Viking-Dialekt. Schauen wir mal. Viking-Symbol. Ich meine, gut, das kann man hinterher auch immer noch machen, wenn das einem fehlt. Ich habe das Viking-Wort für Viking gelernt. Wow! Nice! Immerhin weiß ich jetzt, wie man einen Viking nennt. Geil. Was? Akzeptieren? Nein. Ich will dahin. Geh weg. Warum seid ihr alle pink? Ihr Angestellten. So, ich gehe jetzt hier direkt wieder zurück zu meinem Frachteur. Warpen. Und dann gucken wir mal, was wir da jetzt anstellen können für Sauereien. Der ist für die Expedition nicht nötig. Egal, jetzt habe ich einen mehr, der da rumsteht und mir dient. Genau, da haben sie es jetzt endlich mal gelernt, wie man salutiert. Man muss die einfach nur mal ein bisschen zusammenfalten und dann klappt das schon mit dem... Guck, da steht er, wie bestellt und nicht abgeholt. Nice. Eindringling. Ich werde, wie besprochen, handeln. Ja.
Roma Geobucht. Der Techniker bittet sich eine Roma. Nein, wir sollen kein Roma bauen. Ich will so ein anderes Ding haben hier. Unterstütze dich bei Wassererkundungen. Baue die Nautilon-Kammer unter Wasser. Ach so, ich muss das auf dem Planeten machen. Kann das sein? Ach so, am besten auf einem Wasserplaneten. Ja gut. Das, woran erkenne ich denn einen Wasserplaneten? Das ist wieder so eine offensichtliche Frage. Ja, am Wasser da. Ja, aber waren wir... Wir waren doch schon mal bei so einem Wasserplanet, oder? Wir waren doch bei neulich irgendwie. Waren wir nicht neulich? Wir waren doch neulich... Ich weiß es nicht, warte mal. Kann ich hier die Karte aufmachen? Nee, warte mal. Warper-Karte. Am Sand. Moment. Nee. Wasser. Guck mal, da ist doch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Huch. Ja, warte, dann geh wieder raus hier. Wasser ist bei dem Spiel rot und sieht aus wie Lava. Naja, nicht immer, oder? Hier, ihr müsst mir helfen. Wo ist Wasser? Ja! Wahnsinn, okay. Ihr seid so eine große Hilfe, ey. Ihr werdet alle befördert von mir. Alle werden so befördert. Paradiesisch, so heißen die. So, so. Aber wie baue ich denn das? Also ich muss da runter und dann im Baumenü muss ich das dann bauen, oder was? Egal, ich fliege einfach mal los. Ich hab's ja... Habe ich das überhaupt schon freigeschaltet? Das ist die andere Frage. So, warte mal, jetzt guck mal. Was haben wir denn hier so für Planeten? Was ist das da? Staubiger. Okay, da wird es wohl kein Wasser geben. Wow, was ist denn das? Das sieht so bunt aus. Achso, das sind meine Frachter. Hä? Nee, ist ein anderer Frachter. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 714.000 Units nur? Wo habe ich denn das andere Geld gelassen, was ich hatte? Was ist das da? Ungesund. Ungesund ist, glaube ich, auch nicht so gut. Eiskalt ist, glaube ich, auch nicht so. Und das ist ein unfruchtbarer. Ja, gut. Okay, ich glaube, da müssen wir wohl doch noch mal woanders hin. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Vielleicht sollten wir noch mal in die Station und noch mal vielleicht in ein System weiterspringen oder so. Aber dafür, dass das hier ein Wassersystem ist, gibt es aber erstaunlich wenig Wasser, wenn ich das mal sagen darf. Also ganz, ganz erstaunlich wenig Wasser. Ich hätte gedacht, es gibt in einem Wassersystem mehr Wasser. Also wirklich mehr. Mit Meer und Wasser. Wasser im Meer. Boah, Motion Sickness kickt wieder richtig heute. Der kalte Planet kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Meer haben. Aber da waren wir gerade. Da war es jetzt nicht so meerig. Das sah nicht so meerig aus eigentlich. Da waren wir schon auf anderen, die meeriger aussehen. Aussahen. Auf dem eiskalten Planeten ist genug Wasser. Okay, dann fliegen wir jetzt zum eiskalten Planeten. Naus! Bleibt weg von mir, ihr hässlichen Fratzen. Hässlichen Piratenfratzen, ihr Kopfgeld-Piratenkönig Gargo. Ja, ja, der Piratenkönig Gargo, der kann mir mal einen Buckel runterrutschen, kann der mir mal. Juhu! So, ihr habt gesagt, hier gibt's Wasser. Wie, hier gibt's jetzt kein Wasser? Ihr habt mich jetzt hierher geführt. Stürme gab's hier ganz viele. Ich glaube, ist auch gerade schon wieder einer. Naja. Naja. Ja, so ein bisschen Wasser gibt's da. Warte mal, ist da hinten zufällig ein bisschen mehr Wasser noch? Ich muss es ja nur ins Wasser lassen. Ich muss ja nicht... muss ja so viel gar nicht machen. Im Wasser, glaube ich. Ist das da hinten ein Ozean oder ist das einfach nur nicht geladen? Sieht aus wie ein Ozean. Ich flieg mal da hinten hin. Da, wo das meiste Wasser ist, fliege ich mal hin. Wobei. Sieht mehr so aus, sieht mir mehr so aus, als wäre der Horizont einfach nur nicht geladen. Okay, warte, dann. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach die größte Pfütze, die hier in der Nähe ist. Ich lande jetzt hier einfach. So, wie müssen wir das jetzt machen? Steig mal aus. Wir müssen eine Nautilon-Kammer bauen, genau. Oh Gott, was brauche ich denn da? Metallsulfid und Salz. Okay, warte, aber Metallplatten können wir, glaube ich, machen tatsächlich. Wie viel brauche ich? Fünf. Eins, zwei, drei... Guck mal, das haben wir schon.
So, dann brauchen wir Salz. Salz gab es hier in den Felsen, glaube ich. In irgendwelchen von diesen Felsen gab es Salz, meine ich. Ich hatte irgendwo Salz hier, genau. Nimm es. Wie viel ist denn das dann eigentlich? Dioxid. Was? Nur 3? Oh Gott, wie viel brauche ich da? 300 oder so? Warte mal ganz kurz. 100, okay, ja gut, das ist noch. Jetzt müsste man irgendwie mal gezielt die Brocken raussuchen, die Salz enthalten. Da. Da war irgendwo was. Schwefelin. Warte mal, was enthält das hier Salz? Salz. Ja, ich müsste eigentlich erstmal mein Tool mal upgraden, ne? Wenn man es genau betrachtet. Okay, ich glaube, wir gehen mal ganz kurz noch mal zur Raumstation hoch. Ich muss mal dafür sorgen, dass ich ein besseres Tool habe. Tess, tut mir jetzt leid, aber das habe ich voll vergessen. Ich habe ja... Ich habe es gerade noch gesagt und dann habe ich es wieder vergessen, dass ich ja ein Tool brauchte. Ein neues. Sonst kann ich ja gar nichts machen, richtig. Sonst brauche ich ja ewig, um diese Mengen zu farmen. Warte mal, kann ich zufällig gerade aus dem Frachter mal das Zeug rausholen hier? Nee, geht nicht, dann muss ich zum Frachter zurück. Aber wir können uns von der Station dann zum Frachter warpen und dann sind wir schneller wieder da. Ich glaube aber, ich kann nicht vom Frachter in die Station. Wartungsarbeiten kommt ja auch von Warten. Ja, deswegen warten die da auch da an der Stelle. Unglaublich. Naja, wir haben ja schon ein paar Meilensteine abgeschlossen. Ach komm, lass doch. Lass doch, seltenes Objekt im lokalen Weltraum entdeckt. Welches seltene Objekt? Welcher Weltraum? Nur weil sie mein Platin gescannt haben? Ihr bekommt mich niemals lebend, ihr Hässlons. Bremsen, bremsen, bremsen und einfach vorbeiziehen lassen. Sie wollen mich, glaube ich, auch nicht lebend. Sie wollen nur mein Zeug. Ah. Jawohl, der eine ist platt. So, du kommst auch hier. Du willst auch was haben. Ja, du willst auch was haben. Bremsen ist übrigens immer die richtige Taktik beim Luftkampf, habe ich mitbekommen. Man soll gar nicht irgendwie beschleunigen oder irgendwelche tollen Manöver machen. Einfach bremsen, weil damit kommen sie nicht klar. Das ist so eine Irritationstaktik, die mich auch sehr irritiert manchmal, muss ich sagen. Los, jetzt schieß halt, Mann! Jawohl. Tot? Hahaha, die Lappen alle. Lappen. Alles Lappen. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Was ist das? Ein gasförmiges, fühlendes Wesen? Wie? Moment mal. Eingehende Nachricht. Was? Du hast dich an uns erinnert, Kohlenstoffwesen. Deine Zellen... Ey, hör auf, mich anzumachen. Unsere Zellen sind im Staubzerfall. Überall. Alles wird aufgenommen. Kommunikator abschalten. Naniten erhalten. Jawohl. Das ist hier ein fühlendes Weltraumwesen. Das ist ja krass. Guck mal, wie das aussieht. Kann ich es anschießen, um zu gucken, wie es reagiert? Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich fliege einfach mal weiter. Wenn du es abknallst, fühlst du den Loot. Ist das so? Es hat mir gerade Naniten gegeben. Ich will es eigentlich gar nicht abschießen, weil ich brauche noch mal Hypersprung machen hier. Ich muss auch mal gucken. Ich muss mal wieder mein Tritium auffüllen. Sieht nicht mehr so gut aus. Aber ist schon geil. Was hier alles so für Überraschungen lauern. Piraten und fühlende Wesen. Guck mal, wenn die Piraten mich jetzt nicht angegriffen hätten, hätte ich das fühlende Wesen nie getroffen. Hätte ich die Naniten nicht gekriegt. Ne, hätte ich ganz schön alt ausgesehen. Ein fühlendes Wesen, das einfach direkt auf einen zukommt. Dann noch gasförmig. Wie kann eigentlich ein gasförmiges Wesen fühlend sein? Wie macht es das eigentlich? Kann Gas etwas fühlen? Und wie stehen denn die Gaspartikel in Kommunikation miteinander? Das ist eine Frage, das müsste man mal untersuchen eigentlich. Ist aber jetzt zu spät, jetzt brauche ich erstmal ein Multitool, also Upgrade fürs Multitool. Hier, guck mal du.
Du, genau. Du gibst mir jetzt hier Multi-Werkzeug. Multipass. Minenlasermodul. Warte, ich brauche was Besseres. Blitzwerfer, Geologie-Kanonenmodul, Impulswerfermodul. Minenlasermodul S. Das kaufen wir jetzt. So. Schunderböden, genau. Ich habe ja ganz viele Naniten jetzt schon. Jetzt installieren wir das gleich. Also, Minenlaser. Hä, wo ist das? Achso, ja, das muss ich hier machen. Da, Minenlasermodule. Zacka, bam. So, was ist das? Was macht das? Abklingzeit, Geschwindigkeit, Treibstoff. Bam, genau. Ich hoffe, das macht auch, dass ich die besseren Sachen da abbauen kann. Sonst bin ich ein wenig sauer, bin ich sonst. So, dann, warte. Ich hatte auch hier noch einen Scanner. Ach ja, das war auf dem Frachter gewesen. Na gut, da müssen wir jetzt eh wieder hin. Noch irgendwas, was wir noch... Scanner haben wir ja. Nee, mach das nicht. Du brauchst den fortschrittlichen Minenlaser. Wo kriege ich den denn her, den fortschrittlichen Minenlaser? Ist der nicht hier auch irgendwie dabei? Wo ist denn der fortschrittliche Minenlaser? Ich hatte den doch schon mal. Ich verstehe das gar nicht. Wo habe ich den denn hergekriegt? Warte mal. Oh, hier müssen wir noch Upgrade machen. Gleich mal hier Geld ausgeben für Anzug-Upgrade. In der Anomalie Schreifhalten. Ach so, okay. Da müssen wir zur Anomalie. Wusste ich jetzt nicht. Aber ich sage gleich nebenan. Egal, das Laser-Upgrade ist ja auch gut. Mann, das ist alles ein bisschen verwirrend bei No Man's Sky. Diese ganzen verschiedenen Locations, wo du was freischalten musst und kaufen kannst und verbessern kannst. Schau mal im Multitool unter Taste E. Im Multitool unter Taste E. Ja, guck mal, da ist nur das eigenes Kraftfeld ist da. Deswegen irritiert mich das. Ich hatte das doch schon mal konstruiert. Ach nee, wir hatten das, glaube ich, gefunden in der einen Kiste da. Da ganz am Anfang, wo ich da auf dem Planeten rumgestreunert bin. Auf dem ersten, da hatte ich das, glaube ich, in der Kiste gefunden. Da hatte ich nämlich das Rezept nicht bekommen. Ich habe direkt das Upgrade bekommen für den fortschrittlichen Minenlaser. Ich musste das nur installieren, dann hatte ich das. So war das. Und deswegen haben wir das jetzt nicht. Okay, also, dann gehen wir da mal hin. Ja, wir gehen hin. Und dann nochmal zum Frachter warpen und dann passt das. Also nicht warpen, sondern transferieren. Kann man sich eigentlich von hier auch direkt zum Frachter transferieren irgendwie? Das wäre praktisch. Hier müssen wir das machen, wa? So, da müssen wir mal da hinten bei dem Hansel. Iteration Eros. So, du gibst mir jetzt mal hier Multitool. Multi-Werkzeug-Upgrades erforschen. So. Minenlaser. Fortschrittlicher Minenlaser. Da ist er. Nice. Warte, gleich nächste. Wir machen gleich noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Multi-Werkzeug-Upgrades. Was ist das hier? Wellenform-Wiederverwerter. Erweitert die potenzielle Scanfrequenz. Ja. Warum nicht? Wie viel habe ich denn eigentlich? Wie viel kann ich eigentlich machen? Ja, ja, komm, mach hier Laber, Laber. Ich habe... Ah, guck mal hier. Warte mal. Impulswerfer. Was haben wir denn da noch? Glutspeer. Plasmawerfer. Lauf. Ionisator. Kampfvisier. Tarngerät. Was lohnt sich denn hier noch? Optischer Bohrer vielleicht noch. Plus 50% Ressourcen. Komm. Kann ich wahrscheinlich eh nicht bauen. Fehlt mir bestimmtes Zeug dazu. Wolltest du nicht einen anderen Laser? Na, ich habe ich doch schon. Ich habe doch das Multitool schon ausgetauscht. Was ist das? Untersuchungsgerät. Ein unabhängiges Schaltkreis. Da brauche ich ja ganz... Guck mal, da brauche ich einen Quantencomputer dafür. Egal, ich schalte es trotzdem frei. So, reicht erstmal jetzt. Würde ich sagen. So, dann schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal. Was brauche ich denn? Wie brauche ich denn? Wenn ich den Minenlaser machen will, fortschrittlicher Minenlaser, dann muss ich ein hermetisches Siegel und ein Kohlenstoff-Nanorohr machen. Erstmal hier gleich die Dinger einsetzen. Können wir ein Kohlenstoff-Nanorohr machen? Warte. Ja, können wir. So, und das andere war so ein Ding hier, genau. Hermetisches Siegel.
Nice, endlich. So, jetzt kann ich nämlich die großen Steine endlich abfarmen wieder. Und dazu gleich noch das Upgrade, ist doch gut. Dazu gleich noch das Minenlaser-Upgrade, kriege ich gleich noch ein bisschen mehr Zeug und weniger Überhitzungszeit und sowas alles. Wir gehen jetzt zum Frachter, ganz geordnet und ruhig. Halt erstmal das Ding nehmen hier, das Upgrade hier. Scanner-Modul, genau. Warte, das können wir gleich installieren eigentlich. Scanner-Modul-Upgrade, genau. Guck mal, was bringt das? Scan-Radius 34%, Fauna 6000, Mineral 9000, Flora 6000. Ja, geil, 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 geil. So wollen wir das haben, so ist das fein. Das stecken wir uns in das Tool mal rein. Das war eine sehr komische Handbewegung, wenn ich das... Ja, genau, ihr sollt mich immer schön salutierend grüßen. Salutierend grüßen sollt ihr mich. Dann gehen wir mal runter und machen das. Dann mal los. Welcher war jetzt der Gefrorene? Der, der am nächsten dran ist. Der da. Guck mal, da ist doch eine riesige Wasserfläche, komm. Ich springe jetzt mal zu dieser riesigen Wasserfläche. Da muss doch eigentlich eine riesige Wasserfläche sein, oder nicht? Ist es nicht ein Ozean da unter mir? Also wenn ich jetzt das nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Ozean. Ja, guck mal, das sieht... Oder? Ich kann es nicht erkennen. Oder doch, ja, es ist ein Ozean. Wow, es ist ein riesiger, es ist ein Waterworld. War nicht abstürzen im Ozean. Warte mal, nein, nein, nein. Moment, ich sehe überhaupt kein Land mehr jetzt. Was ist hier noch los auf einmal? Das ist natürlich schlecht. Warte mal, ich muss noch farmen, bevor ich da ins Wasser gehe. Aber das ist... An sich ist es gut, aber an sich ist es auch schlecht. Wir müssen mal ans Ufer von diesem Ozean irgendwie. Warte mal, ich fliege noch mal ein bisschen hoch, dass wir das noch mal ein bisschen sehen können. Wo ist denn da das Ufer jetzt? War doch ganz schön viel Wasser auf dem Ding. Auf der Kugel. Konnte man von oben gar nicht so erkennen auf den ersten Blick. Guck mal, da hinten ist wieder eine größere Landmasse. Ich glaube, da müssen wir erstmal hin. Sonst können wir ja gar nicht die Materialien farmen, die wir für das Nautilus-Teil brauchen. Hier müssen wir hin, genau. Na, bevorstehender Sturm. Natürlich bevorstehender Sturm. Was sonst? Okay, ich lande mal da drüben. Aber ich finde das krass, dass die Planeten so auch große Ozeane, aber auch große Landmassen gleichzeitig haben können. So, also, ne, also, dass das halt so variabel ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt schon mal von Bord, weil ich probiere das jetzt einfach. Also, kann ich die Dinger jetzt da abfarmen? Ja, guck mal, jetzt kriege ich nämlich dann auch schneller reines Ferrit und auch Salz. Ich glaube, das ist schon schlau, wenn wir das so machen. Und Wächter gibt es ja hier keine. Wie viel Salz gibt das jetzt, wenn ich den großen Felsen farme? Einmal Salz? Muss ich ja 100 von den Dingern platt machen. Basis von Han Solo. Hans Solo, ja genau. Der Hans ist Solo. Gibt's gar nicht. Da muss der Hans mal ein bisschen mehr rausgehen abends. Unter Wasser gibt's Mineralien, die mehr Salz haben. Du meinst, im Meer gibt's mehr Salz? Ach, guck mal da. Oh Gott, der rollende Brainbug ist da hinten. Warte, ich muss erst mal wieder hier rein. Ich muss erst mal wieder mich... Wie viel Salz habe ich denn jetzt? Ich habe 38. Okay, dann müssen wir mal einen Kopf ins Wasser stecken gleich. Wahrscheinlich ist es im Wasser noch viel kühler als draußen. Nachts ist kälter als draußen. Ich guck mal ins Wasser. Wir brauchen sowieso auch noch... Genau, die Dinger hier brauchen wir doch auch, oder? Glaub schon. Die brauchen wir für... die Bucht. So, sehr gut, genau. Schon mal... Au! Ja, Hitzeschade, hey. Moment. Was haben wir denn da Schönes? Dann so nit. Und was macht der? Das ist halt die Frage. Ich brauche jetzt halt hier gezielt die Salzdinger. Muss erstmal alles scannen hier unter Wasser. Boah, wie viel Geld kriege ich da jetzt bitte? Toll, da gibt's Chlor. Okay, warte mal, ich glaube, ich muss da mal warten, bis der Sturm vorbei ist, sonst werde ich hier, sonst erfriere ich hier.
Schnell mal raus, nochmal rein ins Raumschiff. Und dann nochmal ein bisschen. Aua. Alle. Einsteigen, mal hier nochmal ein Lebenserhaltungsgedöns aufladen. So. Genau. Ich glaube, ich fahre erstmal noch hier oben. Da gibt's Salz. Ich hab's gesehen. Da ist Salz. Ja, ja, ja. Gib mich Salz. Wie viel gab's? Wie viel gab's? Wie viel gab's? 4 Einheiten. Bis der Sturm vorbei ist, habe ich die Salz auch schon zusammengefarmt. Ich sag's euch. Okay, egal. Nee, habe ich nicht. Hab ich gelogen. Ich steck gleich nochmal rein ins Flugzeug, Raumschiff-Flugzeug. Und dann sehen wir mal zu. Der Gefrierpunkt von Wasser ist anscheinend anders in No Man's Sky. Naja, es gibt ja durchaus auch andere Gase, die Flüssigkeit, also die flüssig oder fest oder so sein können. Wer sagt, dass das Wasser ist? Vielleicht ist es ja was anderes. Guck mal, auf dem, wo war das? Auf irgendeinem Jupitermond gab es doch auch so Methanseen und sowas alles. Oh, Meilenstein abgeschlossen. Ein Leben unter den Sternen. 25 neue Spezies entdeckt. Hier geht's Salz. Salz und Natrium direkt. Vielleicht zwei Sachen. Das ist doch nice. Guck mal, jetzt kriege ich hier richtig Salz. Das ist das Salz in der Suppe, meine lieben Freunde. Da habe ich da gleich beieinander alles. Und kann mir gleich direkt nochmal einen steilen Main abholen. Guckt euch das an, wie geil das ist. Ich glaube, das ist schon genug, oder? 257, jawohl. So schnell kann es gehen. So, jetzt müssen wir noch so ein Ding finden, glaube ich. Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Und dann haben wir das alles tatsächlich schon. Warte mal. Ich muss noch mal gucken. Was brauche ich noch mal? Genau, ich brauche noch einen von diesen Kristallsulfiden. Und ich meine, da hinten habe ich einen gesehen. Da ist noch einer, oder? Ist das nicht so ein Ding? Schunderwöhn. Warte mal, ich kassiere gleich mal noch die Bea-Lohnung. Inventar voll. Okay, dann darf ich die nicht kassieren. Ist schon voll, echt? Jawohl, guck mal, jetzt können wir das bauen. So. Ich muss das ins Wasser bauen, oder? Wäre sonst ein bisschen doof, wenn ich das nicht ins Wasser bauen würde. Hier, bauen wir das mal hier hin, so. Vielleicht nicht direkt neben diesen komischen Geysir. Vielleicht ein bisschen weiter weg noch. Da ist er. Der Nautilus. Und der funktioniert jetzt direkt? Ich habe ein U-Boot gebaut, meine lieben Freunde. So, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz schnell nochmal hier rein und dann nochmal schnell ein bisschen was entlorden. Schnell mal was entlorden ins Raumschiff, weil sonst bin ich nämlich so voll, dass ich nämlich gar nichts mehr machen kann hier. Und das wäre ungünstig. So. Alles, was hier so kleine Stacks und sowas hier auch. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, direkt. Das sind Aufladungsgeschichten, hier sowas wie Mikroprozessor, alles was auch nicht so geil stackt eigentlich. Genau, aber jetzt müsste ich den Meilenstein doch schon abgeschlossen haben, oder? Setze unter Wasser eine Nautilon-Kammer ein. Achso, einsetzen muss ich es noch. Dann setzen wir es mal noch ein. Dann müssten wir den Meilenstein auch haben dann. Einmal bitte einsetzen. Primäres Exo-Fahrzeug. Humboldt-Antrieb. Jawohl, da haben wir... Oh. Freiheit der Meere. Wir haben einen Nautilon gebaut, meine lieben Freunde. Und damit ist es jetzt offiziell Subnautica Below Zero Teil 3. Es ist wirklich Below Zero auch, weil es ja ist auch hier unter Wasser alles. Cool. Ups. Ups. Der Wahnsinn. Wir haben Subnautica draus gemacht. Gehen wir mal wieder zurück. Kann man da wieder andocken auch? Wie kann ich denn absinken? Warte mal. Keine Scanner-Technologie installiert. Neue Technologie in freien Plätzen in deinem Inventar installieren. Ah, der Nautilon hat auch ein Inventar. Guck mal.
Humboldt, Alter, er hat ein ganz schön großes Inventar. Ist ja auch teuer, das Ding, ja. Muss man auch mal sagen. Aber ich glaube, wir können eigentlich noch mal ein bisschen Kristallsulfid gleich farmen damit. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Ich kassiere jetzt noch die Bealonungen und dann können wir da mal ein bisschen noch von dem Zeug mitnehmen. Weil da können wir nämlich noch mehr Nautilonen bauen. Hier, nee, Moment, hier muss ich rein in das Dings. Leben unter den Sternen. Kreaturenkugeln bekommen. Habe ich. Nice. Oh, was? Ein Modul? Scanner-Modul. Noch ein Scanner-Modul. Krass. So, und dann, warte, was hat man noch? Hier den Nautilus. Freiheit der Meere. Belohnung. Überlegenes U-Boot-Antrieb-Upgrade. Zweimal signifikantes Nautilon-Kanonen-Upgrade und Wasserschatz. Irgendwas. Osmotischer Generator. Humboldt-Antriebsmodul, Nautilon-Kanonenmodul, wasserdurchtränkte Aquamarine, Technologie in Katalog verzeichnet. Nice. An dieser Stelle ist diese Folge No Man's Sky jetzt wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.